Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt auf YouTube. Ja, Xenoblade Chronicles 3, eine meiner Lieblingsspielereien. Und das Spiel, worauf ich ein halbes Jahr gewartet habe neben Sunbreak, ist endlich draußen. Eine kurze Frage, die ich direkt beantworte. Warum mache ich das nur als YouTube-Projekt und nicht als Twitch-Projekt? Ganz einfach, weil es irre schlimm zu schneiden wäre, wenn ich da das als Streaming-Projekt machen würde. Und ich wahrscheinlich auch sehr, sehr viel bei diesem Spiel offscreen machen muss. Beispielsweise Leveln, also Grinding, Nebenmissionen, die für euch uninteressant wären. Diese Fragen will ich direkt beantwortet haben. So. Ich habe alle bisherigen Xenoblade-Teile gespielt. Ich erwarte das Monado. Ich erwarte die Igis. Ich erwarte zumindest eins davon. Und falls irgendwie ein Amiibo verwendet werden kann, ich habe einen Schalk-Amiibo hier stehen. Ich nehme das übrigens gerade am selbigen Tag auf, wie ich das hier auch hochladen werde. Ich weiß nur nicht, ob ich es dann zeitlich schaffe. So, wir gehen auf normal. Ich brauche das nicht auf einen Hardcore-Schwierigkeitsgrad. Das mache ich dann, wenn für mich alleine. Ich habe mich so hart auf dieses Spiel gefreut. Bei Zwischensequenzen werde ich versuchen, hier erstens den hier auszumachen und die Klappe zu halten. Und unter anderem gucke ich noch, auf welche Seite ich mich packe, also ob ich mich links oder rechts packe. Aber jetzt gerade kommt ja wahrscheinlich eher eine Zwischensequenz. Davon wird es viele geben. Dann mache ich mich eben kurz AFK. Und lasse euch den Film genießen. Come on, hurry up! The Queen's anniversary is gonna start without us, guys! Yeah, move your feet. Hop, hop, run like you mean it. Slow down, guys! Is it true, though? There's gonna be fireworks! Yeah. Saw them setting it up yesterday. There were loads of them. It'll be worth it, promise. Will ich mal kurz erwähnen, wie geil ich das jetzt schon finde, ne? Ich fand's auch richtig nice, dass im Anfangsbildschirm das Schwert von Mekonis zu sehen war. Ah, ein guter alter Freund, den ich im ersten Teil erschlagen wollte.
Tevez and Agnes. What is it they need to stay alive? Water? Food? Certainly. But what we need most is life itself. Taking each other's lives. With the taken flames becoming your own in turn. While the other, the one whose essence is stolen, leaves only a husk. Thing. Cripple them! Aim lower! Yes, sir! Lower and aim, sir! Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world, Ionios. Cruel irony that it should mean eternity, because slowly but surely, our world is now dying. Even though we have yet to realize that fact. Lieblingsschwert aus dem ersten Teil. Wenn ich mich nicht vergucke. Even so. Shut it! Stop flapping your gums and move! Yeah, we've got more incoming. Okay, jetzt muss ich kämpfen. Okay, in der Nähe greift man automatisch an. Das ist auch in alten Teilen so gewesen. Soweit ich das sehe, habe ich das Monado in der Hand. Und Xenoblade 3 soll aus Xenoblade 2 und 1 aufbauen. Soweit ich das weiß. So, wenn ich in der Nähe stehen bleibe, dann greift er auch automatisch an. Man kriegt auch Fähigkeiten, da kann man dann so ein paar Fähigkeiten nebenbei reinhauen. Ich dachte im Übrigen zu Anfangs, die Maschine, die bei uns stand, das wäre Mumkas Maschine gewesen aus Teil 1. Wo ist mein Nopon-Freund von diesem Spiel? Ohne Nopon geht's doch gar nicht. Komm, hau drauf! Ich finde es auch cool, dass es direkt so krass anfängt, ne? Okay, Menü habe ich schon. Man sieht auch die ganzen Klassen. Ich hätte gerne nicht die Tipps gerade vor mir. Okay. Ihr könnt ja auch nochmal alles sehen. Also da kommt noch einiges dazu.
Ich kann gerade nicht generell aufs Menü zugreifen. Ja, den Gegner anvisieren und A drücken. Das ist die normale Art, wie man Kampf anzettelt. Na komm, hau mir den Monado zu, sofern das jetzt wirklich das Monado ist. Also, es sieht eigentlich so aus. Oder zumindest ähnlich. Komm, hau mal ein bisschen schneller drauf. Oh, noch mehr Feinde. Noch mehr Fieslinge. Aha, endlich habe ich Techniken. Da, das ist das, was ich meinte. Jetzt kann ich auch was tun. Okay, das Schwanken hat irgendwer was zum Umwerfen. Man muss nämlich Gegner zum Schwanken bringen, dann kann man sie umwerfen. Es macht übrigens bei diesem Spiel einen Unterschied, von wo aus man angreift. Ihr seht ja zum Beispiel gerade bei Klingenbohrer, dass ich Rückangriff habe. Wenn ich von hinten jemanden treffe, dann mache ich mehr Schaden. Oder dann macht man bei manchen Angriffen zusätzliche Effekte. Hau mir erstmal den da weg. Schnell hinter ihn. Klingenbohrer! Okay, Sprungtaste gefunden. Ah, auf X habe ich mein Inventar. So, jetzt will ich gucken. Ausrüstung. Ich darf es nicht sehen. Okay. Die Ultimativfähigkeit habe ich noch gar nicht bereit. Man sieht schon, die Karte ist sehr groß. Momentan habe ich gar keine Ausrüstung im eigentlichen Sinne. Ach, nur einer. Zack. Man muss ja nur wissen, von wo man angreift. Nebenbei die Techniken einzusetzen ist immer ganz gut. Aber besser nicht alle reinspammen. Immer so nach einem Autoangriff ist die beste Taktik. Zumindest war es bei den alten Spielen so. So, zack. Ja. Schwankt mal ein bisschen. Der Flächenangriff ist nur nach vorne. Okay. Hab nochmal reingestochen. Ich weiß im Übrigen zu diesem Zeitpunkt nicht, wie lang die Parts im Allgemeinen werden. Ich versuche die maximal so zwischen 20 und 30 zu halten. Und mindestens 10 und 20 Minuten. How are things with Kite? What about our backup? Looks like they're busy guarding the artillery. They're not going anywhere. Anyone's moving right now, it's us. Let's go! If the front line breaks, we're all dead! But the position! We can handle this ourselves. Go on, move it. Da ist unser Notpunkt-Kumpel. Die Gruppen können nur maximal aus 4 Leuten bestehen. So war es bei jedem Teil. Nein, nicht überspringen. Nicht überspringen. A Leblis. That's what's hitting us. Well, now we know. Do or die, Noah! Got it! Oh, der erste Boss. Den muss man auf jeden Fall zum Schwanken bringen. Das wird sonst nix. Oh,
Oh ja, eine Spezialtechnik. Früher hatte man aber weit mehr an Aktionen zur Verfügung. Beim ersten hat man zum Beispiel 8 gleichzeitig zur Verfügung. Okay. Ja, Anschlussangriffe. Okay. Ja, erstmal zum Schwanken bringen. Falls irgendwer umwerfen kann, danke. Weil dann können die sich nicht bewegen. Dreck und Ohnmacht gefallen. So, ich bleib mal hinter dem. Spezialangriff! Zack! Komm! Das Ding hauen wir platt! Ich warte übrigens, dass das Spiel noch extrem wird, ne? Allein wenn die Leviathane unten kommen. Oder Telephias, die waren auch richtig geil immer zu bekämpfen. Nur bei X nicht, da waren sie zu kotzen. Oh nein, Eva-Attacken. Das sind so gesehen Magie-Attacken. Die tun immer weh. Ich habe jetzt endlich mal so einen Anschluss geschafft. So, ich warte noch kurz. Zack! Boah, 370 Schaden. Ja, ja, komm, draufhauen, draufhauen! Es ist fast tot! Daneben. Es ist tot. Der ganz große da hinten ist bestimmt der Boss. Es ist jetzt wirklich so positiv bei der Menge an Leichen. Ich finde nicht.
Das ging schnell. Vom Embryo direkt zum Erwachsenen. Every one of us is born looking like this. As soldiers. As weapons for slaying Agnians. Yes. All of us live only to fight. Cut that out! Stupid Noah! Nice one, Lance. Too early for that. Look, it's you they're after here. Just take out their attackers and we're golden. They're gonna get it handed to them. Flickering hoop. You're as slippery as Noah sometimes. Uni. Chick never shuts up. Kite! Ranged darts! Easy! You okay? Uni. Cheers for that. You're a lifesaver, Yoren. Sparking dead weight. Hey! Change of plan. Kite, you keep firing and don't stop. Oh, what? Whatever you want. Huh? Go ballistic. Just draw their attention. Because what we're after here is that lame duck. Yoren? But he's bottom of the class. Why bother? Thing is, the brat's still a decent healer. Get it? Ah, right. So we're playing by the book here. Pisses me off. But the fight will be good as won. Yeah! Langsam glaube ich, ich habe bei diesem Projekt echt wenig zu erzählen. Nebenbei grausam, dass man selbst als Soldat hier schon zum Krieger ausgebildet wird. Also das ist grausam. They've got the advantage. And they're behind cover. Noah, can we flank them? They're not in their usual formation. Wait, what? We're snuffed. Kai's just a decoy, so they're really after. Oh. Quick thinking, Lance. Nicht gesagt, ich mache ein Let's Play. Ich dachte, wir gucken zusammen einen Film. Ich und mit euch, ne?
Why would you... All that I am is yours! Now, you can carry on. You should have done that much sooner! Jetzt ist die Frage, geht das sogar bis aufs Töten oder? Ne, nur bis er schlagen. Also K.O. Okay, ich dachte, die bringen sich sogar gegenseitig um. Eigentlich wollte ich ja nebenbei die Klappe halten. Entschuldigung. Get off me! Had to go and play the hero, didn't he? You really think you could have taken them? I think Joran did the right thing. If he hadn't used his powers back there, you'd have been first out of the running. Yeah, but still. Didn't have to go get himself killed for it. Come on. He was trying to protect you. He lured in Garvel's gang, gave us the chance to turn it around. Ugh. You know who wasn't up to it? We weren't. Yeah, but... Just stop it! No more arguing. It's my fault. I should have just done a better job. Then we'd have won. Hey. So much for getting to the final, huh? Sorry. I let us down on your big day. I'm so sorry. What big day? The birthday. What? Whose? Yours, dummy. It's your second term, right? Remember? Ah. A win would have been a nice surprise. Lance was pretty fired up too, weren't ya? Cut it out. Hey. What? You'll apologize, right? Might do, might not. We each have a lifespan of 10 years. We call them terms. Life begins with our first term and ends at the close of our 10th. And over the course of those 10 years, we fight continually. Though in reality, there aren't that many who can hold their flame for the whole 10 years. Most lose their lives on the battlefield before they reach year 10. But those who do survive to the end are honored in a special service. We call it the homecoming. Morning, Joran. Hey, Noah. Morning. Morning, Lance. Nur 10 Jahre? Get a move on. Quick, we're gonna miss the homecoming. First one they've ever had here, right? Yeah, isn't it awesome? An der Stelle mal. Nur 10 Jahre leben die? Das ist ja wieder mal grausam. Even the queen's come out. So that's Her Majesty, huh? Wow, I've never seen her before. Hmm.
so cool. I heard the stories, but this is just wild. That's gonna be me someday. Just you try and stop me. You guys too. You're totally making it with me. Of course. And you, Noah, right? Huh? Sure. Yeah, you bet. Our lives came from the Queen, and we all lived for a chance to take part in the homecoming. The chance to return to the Queen's embrace, carrying out 10 years of service fighting. That was our whole world. Nobody ever thought to question it. Until that day. Do you have to? Huh? You shouldn't be sending those guys off like that. What? Why not? Why are you like this, Noah? It's Agnes, our enemy. Well, yeah. They don't have an officer, though, to send them. Yeah, they all bit the dust thanks to us. So what? Look, there's no rule not to. Then what, you're just gonna keep going? I don't get you, Noah. I know we're putting our lives on the line, but still. Yeah, yeah, we get it already. Friend or foe, someone has to lay them to rest. For that is my role as an officer. Right. Is my voice that deep? Shot at you. Wasn't trying to be anyone specific. Right, I've had about enough of all this depressing crap. Let's head back and hit the showers. I'm all gunked up with blood and sweat. Bye, transport. Guess we missed it again. Oh, bollocks! Oh, Noah always does this. How many times is it we've had to walk home now? Oh. Ich dachte schon, die Zwischensequenz hört nie mehr auf. Also, so lange waren sie bei alten Spielen definitiv nicht. Okay, wenn ich kann, direkt abspeichern.
Okay, die Minikarte befindet sich oben rechts. Das heißt, ihr könnt zumindest auf jeden Fall steht die Karte sehen. Der kürzeste Weg ist nicht unbedingt immer der beste übrigens. So, wartet. Direkt speichern. Und hier machen wir dann jetzt auch mal Feierabend für heute. Ich will jetzt nur mal kurz sehen, ob ich jetzt sehen kann, was der am Waffen hat. Nee. Weil das sah für mich als allererstes aus wie das Monado. Naja. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle. Das Video ging lang genug. Entschuldigung, aber an den Zwischensequenzen kann ich nichts rausschneiden. Und das waren gerade nur Zwischensequenzen gefühlt. Ich hoffe, das werden in Zukunft weniger. Naja. Wenn es euch gefallen hat heute, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!